Well, I live in New York City, so sound to me is constant buzz and hum. And I find the crystal bowl sounds and the other instruments change my state, actually, to a very peaceful, calm, relaxed level. I enjoy it. Ich merke, dass es ganz schwer ist zu sagen, was für Wirkung das hat. Ich habe gemerkt, es wirkt auf mehrere Ebenen gleichzeitig. Am beeindruckendsten fand ich noch diese lang anhaltende Klänge, die da zwischendurch waren. Das ist so, als wird eine andere Ebene angesprochen, da kommt etwas in Bewegung, was fürs Wachbewusstsein noch gar nicht greifbar ist. Das ist, was mir am meisten als Eindruck bleibt. Was mich fasziniert an den Tönen der Klangschalen, wann immer ich sie spiele, ich habe das Gefühl, sie sind nicht verbunden mit Zeit und Raum, auch wenn sie hier im Raum und in der Zeit gespielt werden. Bei den Klangschalen entstehen schwebende Klänge, vor allen Dingen das Gefühl geben, dass man außerhalb von Zeit und Raum ist. A quieting, a deep quiet happens, and a dropping in, and I begin to be more in touch with my breath, and there's a vast spaciousness that's very inspires me to dance, and this is quite rare, so I very much appreciate it. Kristallklangschalen sind im Prinzip den tibetischen Metallklangschalen ähnlich, vor allem in der Form. Aber sie sind eben aus Kristall und haben einen reineren Klang und dementsprechend weniger Obertöne. Und im Zusammenklang mit anderen Klangschalen ergeben sich dann Obertöne oder Interferenzen, je nachdem, wie nah die Töne miteinander korrespondieren. Thank you.
vielmehr sicher, dass das Gehirn in eine andere Schwingung versetzt wird durch die Töne der Klangschale. Wenn ich nämlich Menschen sehe, wenn ich spiele, wie sie innerhalb von 5 Minuten von einem spannungsgeladenen Zustand, mit dem sie kommen, sich lösen, relaxen und ruhiger werden und sitzen und manche dann einfach langsam nach hinten kippen, weil sie sich nicht mehr aufrecht halten können, ist für mich eindeutig, dass sie sich entspannen, dass sie sich lösen und dass sie sich wohlfühlen. Wenn ich sie spiele, kann ich mich treiben lassen. Ich löse mich von Form, vom Raum, von Zeit. Ich spiele sie und lass mich treiben damit und manchmal weiß ich gar nicht, was ich spiele. Ich spiele und lass mich treiben und bin einfach glücklich. Es ist zu einfach.